wie verhalten sich Menschen unter bestimmten, auch extremen Bedingungen. Verstehe ich richtig, Sie haben das aus einer Notsituation heraus, dieses Interesse, also es ging Ihnen da nicht gut beim Bund und deswegen nicht wollten Not, Sie es verstehen? Nicht Not, Betroffenheit, einfach verstehen wollen. Es war gar keine Not, also es war eher, was läuft hier eigentlich ab? Also genau diese Urfrage, warum verhalten sich Menschen so, wie sie es tun? Verrückt, normal, feige, mutig und so weiter. Das ganze Spektrum des Verhaltens. Und die Psychologie versucht herauszufinden, das ist eigentlich die Kernfrage, unter welchen Bedingungen sind wir eben mutig oder angepasst oder feige? Nehmen Sie dieses Ash-Experiment. Wir haben fast jeden Tag jetzt Nachrichten in der U-Bahn, ist wieder jemand überfallen worden. Wer mischt sich ein, wer nicht? Ja. Warum mischt sich jemand ein? Ja. Sind das andere Menschen? Was steckt dahinter? Das sind ganz spannende Fragen. Ja, wirklich. Deswegen machen wir heute die Sendung. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Die Psychologie versucht also Antworten zu geben und sie kann auch helfen, Dinge zu begreifen, die auf den ersten Blick unfassbar erscheinen. Zum Beispiel die Grausamkeiten der Nationalsozialisten im Dritten Reich. Und vor allem die Tatsache, dass so viele Deutsche tatenlos zugesehen haben. Wieso war das so? Psychologen haben in Experimenten nachgewiesen, wie leicht es ist, Menschen zu schrecklichen Taten anzustiften. Ein Konzentrationslager. Relikt der Grausamkeiten und Verbrechen im Nationalsozialismus. Nach Kriegsende war die Welt schockiert. Wie konnten Menschen anderen Menschen solches Leid antun? Auch Psychologen, vor allem in den USA, stellten diese Frage. Woran lag es, dass Soldaten und Wärter selbst unmenschlichste Befehle befolgten? Waren die Deutschen besonders obrigkeitshörig? Auch Stanley Milgrams These war: Germans are different. Mit seinem Experiment zum Gehorsam versuchte er 1961 das Phänomen zu erklären. Milgram war davon beeindruckt, wie im Dritten Reich Aufseher bereit waren, Menschen zu quälen, sie geradezu zu töten. Es hat ihn so beeindruckt, dass er die Frage stellte, ob sich in einem Experiment Näheres darüber klären lässt, warum sie dazu bereit sind. Der Versuch wurde in der Folge in vielen Ländern wiederholt, auch in Deutschland. Auf die Probe gestellt wurde dabei nur der Lehrer. Schüler und Versuchsleiter waren Schauspieler. Schnallen Sie bitte den anderen Arm an und achten Sie darauf, dass er fest genug ist. Zusammen mit dem scheinbaren Wissenschaftler saß der Lehrer dann in einem Nebenraum und hatte Lernerfolge des Schülers zu testen und ihn eventuell zu bestrafen. Antwortet er falsch, sagen Sie falsch, geben die entsprechende Voltzahl an, mit der Sie bestrafen. Fangen Sie bei 15 Volt an. Und gehen Sie dann bei jedem Fehler, den der Lernende macht, eine Stufe höher. Die Frage war, würde der Proband, also der Lehrer, diese Stromstöße tatsächlich auch geben? Zum Wohle des angeblichen Lernexperiments? Zahm, Hund, Zahm. Die Antwort war schnell klar. Ja, er würde. Falsch. Es sind 255. Machen Sie weiter. Stumpf. Und fast alle Probanden machten weiter. Immer weiter. Obwohl der schauspielernde Schüler sehr überzeugend schrie und bettelte. 330. Bedenkzeit ist vorbei. Sie erhalten 450 Volt. 450 Volt? Selbst die maximale Voltzahl gaben zwei Drittel der Probanden. Nicht bedenkenlos, doch sie gaben sie. Weil der Wissenschaftler stets betonte, das Lernexperiment erfordere es. Aber nicht alle Lehrer gaben ihre eigene Verantwortung an die höhere Autorität ab. Der Sinn des Experiments liegt darin, dass wir feststellen wollen, wie die Auswirkung der Bestrafung auf das Lernen wirkt. Also es geht nicht anders an, als dass Sie ihn jetzt bestrafen. Was ist jetzt dran? Ja, es wären 300 Euro dran. Also? Die gebe ich Ihnen nicht. Ja, selbstverständlich. Das mache ich nicht. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt.
Ein anderes Meilenstein-Experiment der Sozialpsychologie ist das Stanford Prison Experiment aus den 70er Jahren. Der amerikanische Psychologe Philip Zimbardo wollte untersuchen, inwieweit Menschen ein Verhalten zeigen, weil sie in einer bestimmten Gruppe sind. Die Versuchspersonen sollten eine Woche lang in einer Gefängnissituation verbringen. Sie waren in Wärter und Häftlinge eingeteilt und die Wärter zeigten ziemlich schnell sadistische Neigungen. Haben die anderen gedemütigt, zwangen sie zum Beispiel als Häftlinge das Klo mit bloßen Händen zu putzen. Die Gefangenen dagegen zeigten bedenkliche Anzeichen für psychischen Stress und damit wurde dieses Experiment nach nur 3 Tagen abgebrochen. Das sind schockierende Experimente, die aber viel zeigen. Und dieses zweite ist in dieser DVD auch aufgenommen worden. Das Experiment heißt der Film. Vielleicht haben Sie schon davon gehört. Das Drehbuch des deutschen Kinofilms aus dem Jahr 2001 basiert auf dem Stanford Prison Experiment. Der Psychothriller mit Moritz Bleibtreu ist heftig. Jo hat den Film gesehen, hat gesagt, das war wirklich hart. Man wird richtig in den Bann gezogen und in die Abgründe der menschlichen Psyche entführt, ob man will oder nicht. Allerdings hat Psychologe Zimbardo juristisch durchgesetzt, dass das Experiment seinen ursprünglichen Untertitel nach einer wahren Begebenheit, stand da nämlich noch mit drauf, ablegen musste, weil in dem Film eine Menge künstlerische Freiheit steckt. Die Situation wird in dem Film wesentlich drastischer dargestellt, als sie in Wahrheit war. Und sie war in Wahrheit schon schlimm genug. Ja. Es gab eine TV-Show in Frankreich im letzten Jahr. Die haben dieses Milgram-Experiment, was wir im Film gesehen haben, also die Bereitschaft, Menschen zu foltern, nachgemacht als TV-Show. Allein die Idee ist ja schon hanebüchen, aber es hat funktioniert. Die Menschen haben es wirklich in dieser Fernsehshow gemacht. Ist es immer so leicht, Menschen zu manipulieren? Unter bestimmten Bedingungen. Fragen Sie sich manchmal, warum so viele Menschen im weißen Kittel im Fernsehen für die Werbung auftreten, als Arzt oder als Wissenschaftler. Der weiße Kittel ist ein Signal, hier ist eine Autorität, die ich nicht anzweifeln darf oder muss oder kann, der Wissenschaftler. In diesem Einspielerfilm war auch der Experimentator im weißen Kittel, er war deutlich als Wissenschaftler gekennzeichnet und das reicht schon aus, um Menschen zu extremem Verhalten zu verleiten oder zu verführen. Und sie weil man sich minderwertig fühlt? Oder? Die Rollen sind klar verteilt. Das ist der Wissenschaftler, der schon weiß, was er tut. Und ich füge mich. Mhm. Ich mache mit. Ich habe ja zugesagt. Also auch die schriftliche Verpflichtung, die man dann manchmal eingehen muss, dass man dieses Experiment bis zum Ende durchführt, ist dann auch schon eine Schwelle, dass man gar nicht mehr zurück kann, dass man auch nicht der Spielverderber sein will, dass man der Wissenschaft nicht im Wege stehen will, dass man den ganzen Ablauf nicht stören will. Und je lauter dieser scheinbar gequälte Mensch brüllt, desto mehr werden natürlich die Zweifel und die Ängste auch. Wir haben es ja auch gesehen, der eine Proband ist dann aufgestanden, ich mache nicht mehr mit. Und das ist die spannende Frage, ab wann machen Menschen nicht mehr mit? Und meistens machen sie bis zum bitteren Ende mit. Das war Milgrams Intention zu zeigen, wenn man erstmal in diese Spirale reingeraten ist, wenn man einmal Ja gesagt hat, sagt man auch noch vielleicht bis zum bitteren Ende Ja. Milgram wollte zeigen, kann das, was die Deutschen mitten in der Nazizeit gemacht und erlebt haben, sich woanders wiederholen? Die Antwort ist ja, oder? Die Antwort war damals ja. Wir sind alle im Prinzip anfällig, uns Autoritäten zu unterwerfen, kritiklos und vielleicht mit leisen Zweifeln, die wir aber niemals nach außen zeigen. Es gibt zum Glück, das will ich dann relativieren, inzwischen auch Experimente, die wiederholt wurden in diesem Setting mit diesen Anordnungen, wo die Leute wesentlich früher ausgestiegen sind und gesagt haben, nee, da mache ich nicht mehr mit. Stellte sich später heraus, sie haben von diesem Experiment Kenntnis gehabt. Und je mehr Menschen diesen Film zum Beispiel sehen, das Experiment, desto mehr kommt auch sowas wie Nachdenken, Wissen ins Spiel. Mensch, da war doch was, ich darf nicht alles mitmachen. Ja. Also allein diese Aufklärung über diese Dinge, ja. Und das ist der eigentliche Effekt von solchen Experimenten und von Psychologie, ja. Aufklärung, pass auf, du bist anfällig, wir sind alle anfällig, Autoritäten zu gehorchen. Diese Machtstrukturen gibt es ja auch in anderen Bereichen. Da ging es jetzt um Grausamkeiten, um Folter. Aber ich wähle ja auch einen Politiker, der dann sich hinstellt und sagt, so, ich bestimme jetzt 4 Jahre, was läuft. Und ihr habt mich gewählt, ihr sagt ja. In der Ehe
lässt man sich auch drauf ein, oder Chef und Untergebener. Ja, wie werden wir da manipuliert? In der Arzt-Patient-Beziehung, auch da wieder der weiße Kittel, muss das eigentlich sein, muss der sein. Ja, er hat natürlich sofort die Wirkung, dass der Patient bereitwilliger das ausführt, was der Arzt ihm vorschreibt. Compliance nennen das die Wissenschaftler, nimmt die Pillen. In der Ehe finden ständig Macht- und Autoritätskämpfe statt, in der Schule, in allen menschlichen Zusammenkünften. Aber eigentlich. Bei Chef und Untergebenem, ja. muss es ja einen geben, der sagt, was gemacht wird. Sonst kommen wir ja zu nichts. Es muss eine Sachautorität geben. Mhm. Und es muss natürlich einen Werterahmen geben für all das, was Menschen tun und was sie vielleicht auch einander antun. Bis wann darf der Chef vorgeben, was ich tun muss oder soll? Wo ist die Grenze? Und die Sensibilität für Grenzen zu ergründen, das ist eigentlich auch die Aufgabe der Psychologie. In Grenzsituationen, wir haben ja jetzt eine ganze Menge Grenzsituationen gesehen, wo es eigentlich ins Zerstörerische, ins Grausame, ins Absurde auch übergeht. Wo fängt das an? Und das geht gleitend und schleichend, und deswegen müssen wir sensibilisieren für diese Anfälligkeiten. Also durchaus mal den Politiker, den Ehemann, den Chef in Frage stellen. In Frage stellen, ja, natürlich. Autorität ist prinzipiell in Frage zu stellen, und sie muss sich immer wieder prinzipiell rechtfertigen. Mhm. Warum muss das sein? Warum muss dieses Experiment durchgeführt werden? Wie flau ist die Erklärung? Wie gut verstehe ich sie? Und wie sehr leuchtet sie mir eigentlich ein? Und wie sehr widerspricht sie zum Beispiel meinen Werten? Und ja. Wenn ich das spüre, sollte ich eigentlich schon mal, ja, zumindest eine Pause einlegen im Ablauf. Spannend.